Ja, liebe Bußsägerinnen und Bußsäger, das ist ein neues Projekt der Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde Bußsäck wird sich in den nächsten Monaten zu einem digitalen Dorf weiterentwickeln. Dazu gehört auch, dass wir regelmäßig oder auch unregelmäßig Videobotschaften an Sie versenden. Die erhalten Sie über einen YouTube-Kanal oder über Facebook. Das ganze Projekt Digitale Dörfer wird zusammen mit dem Landkreis Gießen aufgestellt. Mit Fördergeldern werden wir Sie dazu bringen, mit uns ins Gespräch zu kommen und umgekehrt. Aber auch, dass Sie untereinander in Kontakt treten. Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten, für ein Dorf miteinander ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie die Möglichkeiten und machen Sie in Zukunft mit. Ich werde regelmäßig über die Fortschritte des digitalen Dorfes Bußsäck berichten. Es wäre mir eine Freude, wenn ich von Ihnen auch eine Rückmeldung erhalten würde. Besten Dank. Ja, liebe Bußsägerinnen und Bußsäger und auch liebe Gäste, auch in diesem Jahr starten wir wieder im April mit unserer Reihe Musik im Schlosspark. Wir haben eine ganze Menge bekannte Künstler aus der Region eingeladen, die jeden Donnerstag ab 18 Uhr im Schlosspark kostenlos für Sie aufspielen werden. Der Terminkalender ist zwar schon fast voll, aber es gibt noch 2 oder 3 Termine, die frei sind. Also wenn Sie Lust haben und etwas Musik machen können, bewerben Sie sich bei der Gemeinde. Frau Deibel wird Ihre Bewerbung aufnehmen. Sie erreichen uns per Mail über vorzimmer@bußsäck.de oder auch telefonisch unter 06408 911 172. Ja, und dann kann es demnächst losgehen. Wenn die Sonne scheint, treffen wir uns jeden Donnerstag am Atrium vom Kulturzentrum hier in Bußsäck und lauschen der Musik. Besten Dank.